Eines Abends dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, aber das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Hallo Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, Tom, aus dem Erdbeermarmeladebrot mit Honig wird heute nichts. Es ist Abend und alle wollen schlafen. Also, psst. Na, Tom, so hast du dir das wohl nicht vorgestellt. Aber vielleicht kommt ja von irgendwo ein Lichtlein her. Wo hat es uns hin verschlagen? Wir kennen uns nicht mehr aus. Aus dem Wald haben wir uns verflogen und finden nicht mehr nach Haus. Hallo Glühwürmchen, ich kann euch den Weg zurück zum Wald zeigen. Ja? Ja, aber ihr müsst ganz ruhig sein. Meine Freunde wollen nämlich schlafen, also psst. Oh, Tom, hier wohnt deine Mama. Doch meine Mama wohnt im Psst. Wir müssen doch leise sein, sonst kann Mama nicht schlafen. Aber die schläft doch im Wald. Nein, ich meine meine Mama. Oh, psst. Diese zwei liegen hier so geborgen. Doch wir... Psst! Schlaf weiter bis morgen. Ich hab doch gesagt, ihr sollt leise sein. Psst! Wie die Bienen möchte ich schlafen für immer. So friedlich im Blütenschimmer. Psst. Mit deinem Psst wächst du hier noch alle auf. Wir schlafen hier nämlich. Im Blütenschimmer. Psst. Du, Tom, wir werden jetzt nicht mehr singen, dass wir so traurig sind. Versprochen. Das müsst ihr auch gar nicht mehr. Seht mal. Oh, der Wald! Und nun sind wir gar nicht mehr traurig. Und drum singen wir jetzt vor Glück. Und fliegen dann ganz erbaulich in unsere Welt zu. Aber warum hört ihr denn auf? Ja, euch zuzuhören ist viel schöner als schlafen. Sing doch weiter. Wir flogen so lange durch die Fremde, wo alles schlief in dunkler Nacht. Doch nun hat das Suchen ein Ende, denn du, Tom, hast uns heimgebracht. Honigbrot und Erdbeermarmelade. Nehmt mit zur Stärkung auf eure Pfade. Keiner muss hungern, jeder kriegt ein Stück. Und am Ende kommt ein halbes zu mir zurück. Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Vielen Dank! Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihm so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Und er verbrachte noch den ganzen Abend mit seinen Freunden und war wunschlos glücklich. Musik